Wir schreiben das Jahr 2023, als im Mai wieder das Rhone Derby stattfand. Dieses Mal sollte es in Genf sein, sodass die Sittener Szene mit Extrazug und Großaufgebot der Staatsmacht bis zum Stadion gebracht wurde. Schon vor dem Spiel wurden pyrotechnische Gegenstände und Wurfgeschosse eingezogen. Auch mehrere Aktionen der Randale wurden verübt. Während des Spieles verlief alles ruhig ab. Beide Seiten zeigten eine ordentliche Pyroshow und eine kleinere Choreo. Doch genug der Ruhe. Nachdem sich die Sittener 5:0 deklassieren ließen, war die Stimmung logischerweise angeheizt. Kurz vor Spielschluss machten sich so rund 300 Vermummte in Richtung Heimblock von Genf. Auch diese standen bereit. Doch die Staatsmacht war zu Stelle. So kam es zu kleineren Scharmützeln zwischen den Szenen und der Staatsmacht. Danach zu Verfolgungsjagden. Gegen 12 Uhr konnten die rund 1000 angereisten Sittener wieder in den Zug steigen. Für mehr solchen Content abonniert uns.